Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Ilhak merkt auch gerade an, dass wir die Karte haben. Weißt du, ob in der Karte die Straßennamen auch drin standen? Oder waren da nur die Gebäude drin? Hier ist der Wolframbezirk, aber oh, Bergleutebezirk. Bergleutebezirk an den Genossen Francis River. Genosse River, guten Tag. Uns, die Mitarbeiter des Eisernen Boten, behelligt schon die zweite Woche ein Verrückter namens Bruno Herz. Zunächst hat er sinnlose Briefe an alle verschickt, aber in der letzten Zeit hat er sich auf Tiana Beverbrock, die Journalistin des Nachrichtenressorts, konzentriert. Es ist widerlich, was dieser Mensch schreibt. Wir waren bei der AIS, aber Sie wissen ja selbst, bis die etwas unternehmen, vielleicht können Sie die Situation irgendwie beeinflussen. Ihnen wird die gesamte Redaktion dankbar sein. Arvin Gunberg, stellvertretender Chefredakteur des Eisernen Boten. Okay. Das ist der Typ von vorhin aus der letzten Runde, oder? Den wir nicht ins Krankenhaus eingewiesen haben. Ja, genau. Dann können wir irgendwie reagieren? Eieiei, jetzt wird's auch teuer. Ja. Aber im Sinne des Bezirkes fände ich das gar nicht so schlecht, wenn wir uns darum kümmern würden. Ja. Bin ich dabei. Ja, es ist teuer, aber im Moment kämpfen wir noch nicht mit dem Geld. Gucken wir. Wir kommen ein Problem nach dem anderen. Wir versuchen uns gerade zu orientieren und auch Orientierung kostet Geld. Also machen wir das mal und wenn wir hieraus eine Erkenntnis gewinnen, dass das nicht schlau waren, dann sind wir für das nächste Mal besser gerüstet. Also ich sehe das nicht nur eine Investition in den Herrn Herz, sondern auch in unser Wissen. Sie haben Chester gebeten, diesen Bruno Herz zu finden und falls notwendig, den Ärzten zu übergeben. Die Redaktion des Eisernen Boten ist Ihnen wirklich dankbar. Eben noch wäre uns die Redaktion des Eisernen Boten nicht dankbar gewesen. Jetzt ist sie uns dankbar, das hat mehr Geld gekostet, aber der Eiserne Bote ist uns dankbar. Das ist nicht schlecht. Aber das war hier. Epidemie? Bergleutebezirk, Epidemie. Es scheint, als sei eine normale Erkältung in der Stadt gekommen mit Husten, hohem Fieber und Unwohlsein. Die Krankheit erweist sich jedoch als viel ernster. Die Patienten begannen an Komplikationen zu leiden. Die starke Ansteckung durch die neue Infektion führt zu einer Überlastung des städtischen Krankenhauses und zu strenger Einteilung der übrigen Medikamente. Am schlimmsten sind die armen Stadtteile dran, deren Einwohner keine Behandlung über Vitamin B bekommen können. Wenn die Situation außer Kontrolle gerät, dann wird die Epidemie auf die ganze Stadt übergreifen und dann gibt es eine Katastrophe. Und die Krankenversicherung haben ja nur die Bergleute oder die Leute in diesem Wolframberg. Ja. Und nicht die Bergleute, ganz offensichtlich. Mhm. Sondern alle anderen. Ich würde mich da direkt drum kümmern wollen. Ja, Problem lösen durch ein. Weiß ich nicht, was das ist. Hier oben? Das ist da oben irgendwie. Ah, ich kann es nicht lösen. Ich habe gerade drauf geklickt, weil ich wahrscheinlich nicht 1 habe, sondern 0. Das heißt, ich muss auf später drücken. Ja. So, was haben wir denn hier? Müssen wir uns das also sind anscheinend Ressourcen. Okay, die müssen wir also auch noch organisieren. So, die Miliz und hier Stadtkomitee für Lebensunterhalt. Da haben wir auch noch aktive Sachen. Das heißt, ich würde da gerne hin zurückkommen. Aber machen wir erstmal mit den Depeschen weiter, oder? Ja. Falls wir nicht wieder angerufen werden. Sieht nicht so aus. So, noch 3. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Sehr geehrter Genosse River, es ist kein Geheimnis, dass die Frage der Nationalitäten in Eisen 1 sehr akut ist. Ich bin Kenter, Sie sind Corvinier. Für viele unserer Mitbürger würde dies zu einem Problem. Aber ist es denn so schwierig, sich gegenseitig zu verstehen? Ich denke nicht. Ich denke, dass unsere Völker auch weiterhin in Frieden leben können. Um das zu unterstreichen, beabsichtige ich, einen Antrag auf die Errichtung eines Denkmals für die
kentischen Helden des Bürgerkriegs zu stellen. Ich habe dieses Denkmal eigenständig speziell für das Stadtzentrum entworfen. Ja, es wird jene geben, die nicht eindeutig dazu stehen werden. Viele Corvinier meinen immer noch, dass unsere Helden für die Unabhängigkeit des alten Imperiums kämpften. Dem ist natürlich nicht so. Kentische revolutionäre Kämpfer wie Steffen und Ben Der setzen sich nicht weniger für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit ein als Klaus Wolfram. Deshalb meine ich, dass meine Initiative das Verständnis zwischen unseren Völkern festigen wird. Eine Zeichnung des Monuments ist beigefügt. Hochachtungsvoll, James Meadows. Ausgezeichnete Idee, ich genehmige das Projekt für 3.000. Die Öffentlichkeit wird für ein derartiges Denkmal kein Verständnis haben. Oh, dann müssen wir jetzt eigentlich, also würde ich gerne nochmal in die Stadtbibliothek gucken, was denn da jetzt eigentlich das Problem ist. Ja, also ich würde jetzt das nicht machen, sondern die nächste Depesche. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Ruhm dem werktätigen Volk, Genosse River. Leider schreibe ich Ihnen aus einem unerfreulichen Anlass. Ich arbeite als Sekretär in der Abteilung der Gasversorgung und möchte mich über meinen Vorgesetzten Markus Kleiner beschweren. Das Wort beschuldigen trifft übrigens besser zu. Ich habe Beweise der Beteiligung von Kleiner an Korruptionsschemen, die die gesamte munizipiale Struktur durchziehen. Ich weiß sicher, dass er Verbindungen hat, die ihm erlauben, mich wie einen Käfer zu zerdrücken. Deshalb wende ich mich an die AIS, sondern gleich an Sie. Eine Kopie der Dokumente und andere gesammelten Beweise schicke ich etwas später. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, den Übeltäter hinter Gitter zu bringen. Ruhm dem werktätigen Volke. Hochachtungsvoll, Genosse Jürgen Berger. Interessante Information. Wir werden die Beweismittel und die Dokumente prüfen. Es scheint, dass Genosse Berger einfach seinen Vorgesetzten ausboten will. Wie ist das hier doch alles verdorben? Ich vermute, die Partei würde es jetzt nicht so gut finden, wenn wir einen Genossen überprüfen. Einen Vorgesetzten, ja. Mich stört einfach, er schickt das Zeug später. Das lässt mich dazu tendieren, zu vermuten, dass er seinen Vorgesetzten ausboten möchte. Ich habe Eindruck, den habe ich auch so ein Stück, weil es auch irgendwie darum geht, mich wie ein Käfer zu zerdrücken. Also es geht nicht darum, was dann tatsächlich passiert ist und wem es schadet und wie das quasi dem Volk, der Kommune oder irgendwem schadet, sondern ihm als Person. Ja. Deswegen bin ich da auch. Okay, dann machen wir das hier. Ja. Ja, irgendwas läuft falsch in der Orange-Gemeinschaft. Zum Glück kann man einige Probleme einfach ignorieren. Oh, okay. So, und die letzte. Wolfram-Bezirk an den Genossen Francis River. Guten Tag, mein Name ist Anthony Sauer, Direktor des Kinderheims. Bevor ich zur Sache komme, muss ich ein wenig über mich selbst erzählen. Ich weiß doch, was man in der Stadt über mich spricht. Dieb, Veruntreuer, gleichgültig gegenüber Kindern, das stimmt alles nicht. Ich verstehe, dass ich an ihrer Stelle einem Menschen mit so einem Ruf auch nicht vertrauen würde. Denken wir aber mal gemeinsam nach. Angenommen, ich wäre ein Dieb. Das bedeutet, es gibt etwas zu stehlen. Den Kinderheimen werden jetzt so geringe Beiträge zugewiesen, dass die Waisen des Hungers sterben würden, wenn man auch nur ein wenig davon wegnehme. Aber dessen hat man mich bislang nicht beschuldigt. Unsere Realität, Genosse River, ist, dass es für einen Menschen an meinem Platz einfach nichts zum Unterschlagen gibt. Was die Fürsorge um die Kinder betrifft, lesen Sie bitte weiter. Ich habe öfter mit der AIS zu tun. Fast alle Bewohner des Kinderheims sind Kinder von Alkoholikern, die gleich am unteren Ende der Gesellschaft auf die Welt gekommen sind. Ein Hang zur Kriminalität, zum sozialen Leben wird ihnen in den ersten Tagen mitgegeben. Wir tun, was wir können, aber leider können wir nicht so viel tun. Deshalb wundere ich mich schon lange nicht mehr über die Straßenschlägereien, Kleindiebstähle und Vandalismus. Einige meiner Schützlinge begehen etwas Ernsthafteres und gehen für längere Zeit hinter Gitter. So zynisch das auch klingen mag, aber auch an diesem Teil meiner Arbeit bin ich gewöhnt.
Jetzt läuft etwas anderes ab, etwas viel Schlimmeres. Scheinbar rottet jemand die Kinder zusammen. Man kann sagen, er trainiert sie. Außerdem haben sie plötzlich gute Sachen. Kleidung, Ketten, manchmal Schirme. Sie versuchen natürlich, dies zu verstecken, aber das funktioniert nicht bei mir. Woher kommen sie all, woher konnten sie all das nur bekommen? Eigentlich nur durch Wegnehmen. Kurz gesagt, unbekannte Schurken formen die Waisen zu einer Bande, was mir überhaupt nicht gefällt. Ein sich selbst überlassenes Kind aus einem armen Viertel ist zu allem fähig. Ich habe versucht, meinen Verdacht der Miliz mitzuteilen, aber die hat mich nur abgewimmelt. Wahrscheinlich denken sie, dass ich versuche, sie irgendwie zu täuschen. Aber ich versuche zu helfen. Ich schreibe jetzt Ihnen diesen Brief. Vielleicht erhören Sie mich. Es geschehen dunkle Dinge und je eher sie ans Licht kommen, desto besser für alle. Hochachtungsvoll, Anthony Sauer. Eine Bande von Straßenkindern ist das Letzte, was ich auf meinen Straßen meiner Stadt sehen möchte. Die IS muss eine sorgfältige Überprüfung durchführen. Es sind keine Kräfte und Mittel zu sparen. Verschroben natürlich. Aber besser auf Nummer sicher gehen. Wir schicken eine Streife zum Kinderheim und in seiner Nähe setzen wir ebenfalls eine Streife ein. Es scheint, dass der Genosse Sauer einen Kriminalroman schreibt und beschlossen hat, mir eines der Kapitel zu schicken. Also im Gegensatz zu dem Brief vorhin, finde ich, dass es hier auch wenigstens argumentiert ist, so dieses, was hat sich bei den Kindern verändert und er weiß nicht so richtig, was er tun soll. Insofern wirkt das jetzt gerade für mich ein bisschen glaubhafter als der davor. Und jetzt wäre für mich die Frage, schicken wir da eine Streife hin oder ist es ein größeres Problem, das wir tatsächlich ernsthaft untersuchen sollten? Ich tendiere übrigens zum Ersten. Ich tendiere auch zum Ersten aus einem sehr einfachen Grund. Er sagt, dass etwas bei seinen Kindern falsch läuft und er bittet mich um Hilfe, das zu untersuchen. Er bittet nicht um Mittel, er bittet nicht, dass ich ihm einen Gefallen tue, sondern er bittet mich, meine Schlagkraft zur Untersuchung dessen einzusetzen. Er hat keinen Vorteil, also er hat keinen finanziellen oder institutionellen Vorteil daraus, wenn ich nach seinen Wünschen handle. Wenn ich nach seinen Wünschen handle, untersuche ich das Umfeld seiner Schützlinge. Er hat keinen Vorteil davon, wenn ich das tue. Ja. Und deswegen würde ich dem voll folgen mit 6.000. Ja, ich bin da auch dabei. Okay. Sie haben sich den Brief des Direktors des Kinderheims zu Herzen genommen. Die Einsätze der AIS haben eine Verbindung zwischen einer Reihe von Raubüberfällen und einem aus der Armee entlassenen Sergeants aufgedeckt, der um sich herum eine Bande aus Jugendlichen gebildet hat. Das verhinderte kriminelle Genie ging hinter Gitter und sie ernteten den Ruhm eines Kämpfers gegen die Verbrechen. Puh. Okay. Das ist ja schon mal gut ausgegangen. Dann haben wir jetzt nur noch diese eine Geschichte. Ja. Hier müssen wir jetzt, haben wir einen Brief bekommen von jemandem, der James Meadows hat ein Denkmal entworfen für die Kämpfer, für die Unabhängigkeitskämpfer oder die revolutionären Kämpfer der Kenter. Und da wollen wir erstmal ein bisschen Zeug in Erfahrung bringen. Da gehen wir in die Stadtbibliothek. So, was haben wir hier? Konterrevolutionäre aufständische Bewegung. Nee, ich suche jetzt tatsächlich Kenter. Salvia, nein. Ron Quintara, nee. Imperialistischer Krieg, auch nicht. Eisenwaldputsch, mein Gott, ist hier viel Zeug. Befreiungskrise des arbeitenden Volks. KAP, kommunistische Arbeiterpartei, ja, okay. Dann RV, Regierungsverband. Reinigung. Reinigungsverband der Hauptkräfte des Protests, oh Mann.
Die Vereinigte Arbeiterpartei, Kommunaler Sozialismus, Oberster Rat der Gemeinschaft der Kommunen, okay. GEC. AIAS, die Abteilung für innere Sicherheit. Ah, okay. Also so etwas wie die Geheimpolizei. Das ist also Abteilung für innere Sicherheit, ist AIS. Hier haben wir nichts über das der Jugendverband. Hier haben wir nichts über die Kenterer. Orange Volkswehr. Hier ist sind die das denn für eine Bibliothek? Tja. Gut, also müssen wir aus dem Bauch entscheiden. Korrekt. Sollten wir das Projekt genehmigen oder die Öffentlichkeit wird es für ein derartiges Denkmal kein Verständnis haben? Es gibt anscheinend Spannungen unter den verschiedenen früheren Staatsangehörigkeiten. Also in unserem System versuchen wir ja diese früheren Staatsangehörigkeiten so ein Stück weit zu egalisieren. So, also egal, wo ihr hergekommen seid, jetzt seid ihr Teil unseres Systems und das muss funktionieren. Ich wüsste nicht, warum wir dafür jetzt noch für diese Bevölkerungsgruppe in dieser Logik dann ein eigenes Denkmal brauchen. Also das Geld würde ich, glaube ich, sparen, auch wenn ich grundsätzlich eigentlich dafür bin, dass man die Vielfalt in der Bevölkerung auch abbildet. Aber wahrscheinlich würden wir uns mehr Konflikte schaffen als notwendig. Wir müssen auch noch mehr über die Konflikte lernen, die hier brodeln. Deswegen würde ich hierfür auch kein Geld ausgeben. Ja. Na dann. Sie haben die historische Ansicht der Straße der Opfer der Revolution bewahrt. Ah. Die Meinungen über das Verbot des Denkmals gehen auseinander. Dafür wird es keine ernsthaften Ausschreitungen provozieren. Okay. Wir hätten ernsthafte Ausschreitungen provozieren können. Krass. So. Nun kommen wir hier hin. So, wir haben hier noch Sachen offen. Stadtkomitee für Lebensunterhalt, da ist noch was. Und die Miliz, da hatten wir eine Begegnung. Ah, und hier haben wir die Epidemie. Das müssen wir später, weil wir diese Ressource hier oben nicht haben. Was ich nicht weiß, was das ist. Wie sieht denn das aus? Ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll. Also gehen wir erstmal hier zum Stadtkomitee für Lebensunterhalt. Oh, wieder mit Agenten. Okay. Ah, das ist die Müllwagengeschichte. Leider konnte er aber niemanden erwischen. Lag das vielleicht nicht daran, dass ist irgendwas in der Übersetzung nicht gut. Das war es ihm zu langweilig, die ganze Nacht Lastwagen im Auge zu behalten. Durch ihre ineffektive Handlung ist es jetzt unmöglich, die Ermittlungen weiter hinauszuziehen. Damit beschäftigt sich jetzt Genosse Kopper, der kompetent genug ist, um seine Aufmerksamkeit aufgrund solcher Kleinigkeiten nicht so schleifen zu lassen. Denken Sie darüber nach, Genosse River. Und tatsächlich versuchten nachts zwei Personen in den Fuhrpark des Versorgungskomitees zwei Eimer orange Farbe hineinzuschmuggeln. Der Agent nahm die Verfolgung auf. Ja, aber dann hat er doch das erreicht, was wir erreichen wollten. Auf jeden Fall. Also eigentlich haben wir es gut gemacht, oder? Ja, eigentlich schon. Aber wir kriegen auf den Sack. Tja, okay, jetzt bei der Miliz. Gucken. Gemüsegroßhandel. Die von der Haushaltskommission des Gebiets durchgeführte Überprüfung zeigte, dass aus dem Gemüsegroßhandel Wirtschafter, der sich in der Region Bazar befindet, pro Monat bis zu mehrere Tonnen landwirtschaftliche Produkte verschwinden. Die Leitung des Gemüsegroßhandels streitet jedoch ab, dass es Diebstahl gebe und führt alles auf Fehler in der Buchhaltung, natürlich verdorbene Produkte zurück. Eine Überprüfung im vollen Umfang durch die Kräfte der Abteilung für innere Sicherheit ist unerwünscht, denn sie dauert lange, ist teuer und ineffektiv. Die Partei empfiehlt Ihnen, eine eigene Untersuchung durchzuführen und Ihre Ergebnisse unmittelbar im Gebietskomitee vorzulegen. Ein Misserfolg führt zum Beginn einer offiziellen Untersuchung und hat einen ungünstigen Einfluss auf die Einschätzungen des Stadtkomitees von Eisen 1. Puh.
Lasst uns nachsehen, was dort los ist. Die brauchen doch Saisonarbeiter, oder? Der Gemüsegroßhandel muss unter Beobachtung gestellt werden, wenn dort etwas Verdächtiges vor sich geht. Werden wir davon erfahren? Ungewöhnliche Probleme erfordern ungewöhnliche Entscheidungen. Wir müssen einen Malocher aus dem Gemüsegroßhandel abfangen und alles aus ihm herausprügeln, was wir brauchen. Puh. Okay, ich bin gegen Prügeln. Ja. Okay, also wir müssen das Problem wirklich lösen und wir sollten das auch ernst nehmen. Ja. Dann wäre mein Vorschlag zur Lösung die Mitte. Und als Agenten könnte ich mir vorstellen, mal diesen älteren Herrn zu nehmen, der quasi vorher schon da war, weil der einfach so erfahren ist. Und weil das so eine politische Dimension hat. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich hätte jetzt vielleicht auch gesagt, ihn hier, also als Alternativvorschlag, er war überdurchschnittliche körperliche Konstitution und ihn als Arbeiter einsetzen. Aber das mit dem Erfahrenen und die Mitte gefällt mir auch ganz gut. Also würdest du nicht so eine politische Brisanz haben, wäre ich bei dir, bei dem Ersten und dem Herren da rechts rum. Aber weil es eben so wichtig ist und es ja eigentlich gerade schon angedroht wird, dass wenn wir es nicht lösen, wir in der Gunst der Partei sinken und wir das wahrscheinlich nicht wollen, bin ich für das Zweite und den Älteren. Okay, dann folge ich dem gerne. Schicken wir einen Agenten. Okay, dann ist das ist bei der Miliz, okay. So, und hier müssen wir später, weil wir anscheinend diese Ressource hier oben nicht haben. Und tja, okay. Damit, Genosse Weber, Sie haben einen Brief von einem gewissen Paul Traube erhalten. Mir kommt es vor, als hätte ich diesen Namen schon irgendwo gehört. Danke, Helen, ich schaue mir das an. Übrigens, ich bin Francis. Wir waren uns doch einig. Francis, ich gewöhne mich schon noch daran. Wir haben Post. Genosse River, guten Tag, mein Name ist Paul Traube. Bitte lesen Sie diesen Brief. Ich denke, er wird Sie interessieren. Ich bin Journalist. Vielleicht erinnern Sie sich an meinen Artikel aus dem Eisernen Boten. Noch vor wenigen Jahren wurden Sie auf den ersten Seiten platziert. Aber kürzlich beeilte man sich, mich in den verdienten Ruhestand zu schicken. Ich bin wirklich nicht mehr jung, aber darum geht es nicht. Der Wind der Freiheit, der sie auf den Posten des Stadtoberhauptes brachte, hat auch meinen eigenen Kopf gewendet. Mir scheint, dass der Aufruf zur Erneuerung der Gesellschaft ehrlich war und ich habe ihn mit ganzem Herzen angenommen. Sie wissen natürlich, dass die Korruption eines der Hauptleiden unseres Staates ist. Es erscheint logisch, dass der Kampf gegen sie der Kampf für die Sache der Revolution ist. Als ich dachte, dass dies ausreichend sein wird, damit man mich in Ruhe lässt, begann ich, die Unterschlagungen im Fleischkombinat zu untersuchen. Nach ein paar Wochen lag das Material mit Namen und den gestohlenen Mengen auf dem Tisch des Chefredakteurs. 3 Tage später wurde ich pensioniert und anstelle der Untersuchungen wurde ein Artikel über gesunde Ernährung platziert. Ich nehme an, dass der Chefredakteur wirklich begann, sich besser zu ernähren. Nun aber ist mir alles klar. Es war ja naiv davon ausgegangen, dass die Initiative von unten ohne Folgen bleibt. Ehrlich gesagt bin ich mit einem blauen Auge davongekommen. Man hat mir nur zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, das Artikelschreiben zu vergessen und Domino mit solch ebenso nutzlosen Fossilien zu spielen wie ich. Aber alte Dummköpfe verstehen langsam und Domino mag ich nicht. Deshalb bin ich im Begriff, meine Tätigkeit fortzusetzen. Natürlich wird man mich nicht drucken. Bei der Miliz lachen sie ebenfalls nur. Deshalb werde ich die Ergebnisse meiner Forschung Ihnen schicken, dem, der sie über die Köpfe unserer Himmelsbewohner hinwegheben kann. Die Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil. Ich werde etwas zu tun haben und Sie werden sich als fähiger und verantwortungsbewusster Vorgesetzter zeigen. Und jene Schurken, die mich von der Arbeit rausgeworfen haben, werden machtlos sein. Das Stadtoberhaupt ist nicht Ihre Ebene. Ich hoffe, dass Sie mich
nicht für einen Stadtneurotiker halten. Diese Sorte Mensch habe ich reichlich bei der Zeitung gesehen. Wie dem auch sei, bis Ende des Monats plane ich, Material zum Fall zu schicken, an dem ich jetzt arbeite. Und Sie sehen dann weiter, was Sie damit machen werden. Ihrem Vorgänger zu schreiben, wäre einfach lächerlich gewesen. Zum Glück sind Sie nicht er. Hiermit verbleibe ich Paul Traube, Pensionär. Okay. Das ist schön. Er ist frustriert, wie mit ihm umgegangen wurde. Das heißt nicht, dass wir alles schlucken, aber ich würde jetzt erstmal sagen, interessant. Natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber erstmal kündigt er nur an, dass er uns etwas bereitstellt. Kein Grund, ihn ans Messer zu liefern und aufmerksam alles Weitere zu lesen, was er schickt. Bevor du ans Telefon gehst, nur kurz, auch ganz spannend, dass wir das augenscheinlich, die Position, die wir jetzt haben, das Ergebnis eines Veränderungsprozesses in diesem Staat ist. Ja. Also quasi irgendwas mit Wind der Freiheit oder so. Und jetzt gehe ich erstmal ans Telefon. Der Vorsteher des Stadtkomitees, Francis River, hört. Es ist Jack Chester, Direktor des Klaus-Wolfram-Hüttenberges. Guten Tag, Genosse Chester. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, ich freue mich so sehr. Ich beglückwünsche Sie zur Ernennung als Vorsteher des Stadtkomitees. Könnte ich Sie eine Minute sprechen? Natürlich, sprechen Sie. Genosse River, man hat mich aus dem regionalen Komitee angerufen. Ich wurde gebeten, Ihnen zu sagen, dass der neue Vorsteher unserer glorreichen Stadt unbedingt eine Rede vor den Arbeitern der Fabrik halten muss. Eigenartig. Warum hat man Sie angerufen und nicht mich? Ja, es sieht so aus, als hätten Sie sich dafür entschieden, mich direkt zu kontaktieren, damit ich mich um die Organisation kümmere. Ich komme heute Abend um 7 zu Ihnen. Es scheint, als hätte ich keine Wahl. Ich werde auf Sie warten, Genosse Chester. Auf Wiedersehen, Genosse Güver. Okay, da hat jemand einen Sinn für Selbstverständlichkeiten. Ja, und jetzt klingelt auch das Parteitelefon. Eieiei. Genosse River? Ja, das bin ich. In welcher Angelegenheit? Francis, warum haben Sie einen Mangel an wichtigen Medikamenten zugelassen? Können Sie eine Epidemie auslösen? Aber das fällt doch in die Zuständigkeit des Genossen Beckert und nicht... Schieben Sie nicht die Verantwortung auf andere. Die Bekämpfung von Notfallsituationen ist die Pflicht des Stadtkomitees, wie auch die Versorgung der Stadt mit allem Notwendigen. Ihre Pflicht, der Sie offen gesagt nicht imstande sind, nachzukommen. Ich kann doch nicht persönlich... Ja, ausgezeichnet. Sie kennen also die Spezifik des Verkehrs- und Logistiksystems in den Gebieten der bevorzugten der Entwicklung noch nicht. Spezifik? Von nichts dergleichen hat man mich gewarnt. Weder an der Universität noch vor Ort. Verschwenden Sie keine Zeit mit Rechtfertigungen, sondern hören Sie zu und merken Sie sich entsprechend. Eisen 1 ist ein wichtiges Glied der Produktionskette einer ganzen Region. Die Produkte des Hüttenwerkes müssen täglich verteilt werden, basierend auf dem aktuellen Bedarf anderer Orte, die ihrerseits Eisen 1 mit allem Notwendigen versorgen. Falls es Ihnen an irgendwelchen Ressourcen mangelt, dann müssen Sie, ja genau Sie, für Ihre Lieferung durch Bartergeschäfte sorgen. Führen Sie im Werk einen Notfallmodus ein, wenn nötig. Bartergeschäfte? Hört sich stark nach Kapitalismus an. An Ihrer Stelle würde ich das von der Partei genehmigte Programm der Experimente kritisieren, was Genosse Güver. Ah, so kann man sich schnell den Ruf eines Reaktionärs einhandeln. Und wozu brauchen wir Reaktionäre auf wichtigen Posten? Handeln Sie. Ah, hier können wir, die Ressourcen können anhand der Regionalkarte verteilt werden. Gut, wir brauchen... Das hier und das hier. Okay. Hier kann ich den Betriebsmodus ändern. Schicken, Lager, zugänglich, ist erforderlich, produziert. Scrollen Sie, um bei der Stadt mehr Medikamente... Ach, das hier sind Medikamente.
Jetzt braucht er... Ah, okay. Also es leitet mich hier zu den Medikamenten. Ich schiebe das hoch. Hier ändert sich etwas. Jetzt braucht das Unternehmen mehr Metallwaren. Organisieren Sie die Lieferung oder unsere Nachbarn bekommen Probleme. Okay. Die brauchen 12 Metallwaren. Wie viele haben wir, dass wir Ihnen das jetzt schicken können? 15 beziehungsweise plus... Also hier Fabriklager 15. Und wir produzieren ja Eisenwaren. Also brauchen die hier... So. 12. Ah, jetzt habe ich verstanden, wie das ist. Und wir brauchen auch Öl. Und wir schicken ihnen auch ein bisschen Eisen. Wir haben nur 5 auf Tasch. So, dann würde ich das so einstellen, dass wir da oben nur minus 2 haben. Dann haben wir 5. Dann haben wir hier... Dann kommen wir überall klar. Und wir haben noch 2 davon. Ansonsten schicken wir alles Mögliche. Können wir hier erhöhen? Das bringt uns nichts. Aber dann schicken... Ah, okay. Ich hab's langsam verstanden. Also hier wird produziert, ist erforderlich. Und hier vorne können wir dann einstellen, wie viel wir schicken. Und wir haben noch 2 auf Fabriklager. Wenn sie fertig sind, kommen sie ins Büro zurück. Ihre Anordnungen werden zum nächsten Tag erledigt. Okay. Also, das sollten wir dann wahrscheinlich auch jeden Tag überprüfen, oder? Ja. Und hier oben haben wir... Also hier, das produzieren wir, das brauchen wir alles. Also da ist unser Bedarf und so. Und hier kriegen wir jetzt demnächst Medikamente. Das heißt, dann können wir morgen die nächste Sache erledigen. Aber jetzt sind wir gut nach oben, was die Ressourcen angeht. Und damit sind wir durch den Tag durch. Mhm. Mein Gott. Tag 3 geschafft. Ja. Ergebnisse des 14. September. Minus 12. Bergleutebezirk plus 3. Wolframbezirk plus 4. Hier plus 0 plus 0. Mit der Partei nicht verschlechtert und nur ein bisschen Geld ausgegeben. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!